Ja, hallo und willkommen bei eBagTom. Ja, heute komme ich mal mit einem Produktvideo wieder zu euch und wollte euch heute mal diesen tollen Rucksack von der Firma Homey vorstellen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, was diesen Rucksack so besonders macht und warum dieser Rucksack jetzt, dieser Fahrradrucksack, mein absoluter Lieblingsrucksack geworden ist, das erfahrt ihr nach dem kurzen Intro. Bis gleich. Ja, ich habe diesen Rucksack hier jetzt seit über 3 Wochen intensiv getestet und muss einfach nur sagen, ohne jetzt vorzuspoilern, dass dieser Rucksack mich sehr begeistert hat. Ich habe verschiedene Dinge getestet, dazu kommen wir gleich auch noch und auf die einzelnen Punkte, warum ich diesen Rucksack hier als besonders empfehlenswert empfinde. Weil es gibt da ein paar Besonderheiten, die ich richtig, richtig toll finde. Und ja, wir fangen aber erst von vorne an, beziehungsweise von außen an. Wasserdicht. Er hat, wie ihr sehen könnt, hier dementsprechend ein Netz, beziehungsweise einen Gummizug, wo man auch mal den Helm befestigen kann. Oder wie ich jetzt hier meine Rockbros Mini-Luftpumpe verstaut habe. Dann ist schon auffällig, hier außen gibt es eine Möglichkeit, ein Kabel dementsprechend durchzuführen, vom Inneren nach außen hin. Dann kommen wir jetzt mal zu den Feinheiten im Inneren des Rucksackes. Gibt es auch noch einen Reißverschluss, eine sogenannte Secret-Tasche mit Reißverschluss, wo ihr dann auch noch Wertgegenstände oder Schlüssel dementsprechend verstauen könnt. Insgesamt hat der Rucksack, ich glaube, 14 oder 15 Liter Fassungsvolumen. So, und jetzt kommen wir mal zum Inneren der zweiten Tasche und das ist auch der Grund, warum ich diesen Rucksack so feier. Und zwar, er hat hier dementsprechend eine isolierende Schicht auf beiden Seiten. Das sorgt dafür, dass die Getränke, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Sommer unterwegs seid, länger kühl bleiben. Der Hersteller gibt an, hier bis zu 4 Stunden. Wie gesagt, die Trinkblase hier ist füllbar bis 2 Liter. Ich habe Folgendes getestet in den 3 Wochen. Ich habe Wasser aufgefüllt. Und ja, das Wasser bleibt kühl. Ich bin auch hingegangen und habe in diesen Beutel heißen Tee eingefüllt. Der Tee war noch nach circa 2 Stunden richtig heiß. Also das zeigt, dass hier diese isolierende Schicht auf jeden Fall funktioniert. Und ja, das feiere ich total an diesem Fahrradrucksack. Und da freue ich mich auch schon richtig im Sommer drauf, dass ich dann hier dementsprechend immer meine kühlen Getränke habe. Und dass ich da keine Angst haben muss, dass ich eine warme Plörre dann habe. An der Hinterseite könnt ihr es auch erkennen, gibt es hier noch dementsprechende Haken, die man nutzen kann. Ja, wie ihr sehen könnt, kann man jetzt hier den Schlauch auch von links nach rechts umpositionieren. Hier gibt es auch schöne Schlaufen, wo man den Schlauch dann durchführen kann, damit er nicht rumfliegt. Und hier habt ihr nochmal extra speziell, ja, einen Clip, eine Halterung, damit der Schlauch auch nicht während der Fahrt irgendwo rumschlackert, sondern ist jetzt hier richtig schön am Gurt befestigt. Ja, dann gibt es natürlich auch hier noch eine Besonderheit. Und zwar auf beiden Seiten des Hüftgurtes gibt es hier nochmal 2 Taschen, links und rechts, um Dinge zu verstauen. Auch hier ist fluoreszierendes Material verwendet worden, damit ihr im Leuchten, im Dunkeln leuchtet. Damit er leuchtet im Dunkeln. So. Ja, und für alle Pendler jetzt, die hier zuschauen, ist auch interessant natürlich zu erwähnen, dass in diesem Fach auch ein 15 Zoll Laptop reinpasst. Und auch die Lunchbox dazu noch on top. Das heißt, man kann hier auch die Trinkblase rausnehmen. Die braucht man ja natürlich nicht, wenn man jetzt pendelt zur Arbeit und kann dann dafür dann hier einen 15 Zoll Laptop mitnehmen. Und ja, das freut mich auch besonders, dass nämlich hier dieses Fach so groß ist, dass hier ein Laptop reinpasst. Ja, des Weiteren hat dieser Rucksack, ich zeige es mal, wenn ich ihn anziehe, an der Brust befestigt zu werden.
So, und das Ganze gilt auch für den Hüftgurt. Und ja, dann ist der Rucksack richtig schön fest am Körper. Dann möchte ich nochmal ganz groß Dankeschön sagen an die Firma Homey, die mir hier diesen tollen Fahrradrucksack zur Verfügung gestellt hat. Er bekommt von mir aufgrund der Testphase jetzt auf jeden Fall 2 ganz dicke Daumen nach oben. Ist mein absoluter Lieblingsrucksack geworden und den möchte ich auch nicht mehr missen. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Ich bin rundherum zufrieden mit diesem Fahrradrucksack von der Firma Homey. Die 3 Vorteile von diesem Rucksack ganz klar. Einmal die Trinkblase, die der Rucksack hat. Dann das isolierende Fach, um die Getränke oder Speisen kalt bzw. warm zu halten, je nach Witterungsverhältnisse und Wunsch. Und dann die Kabelführungsmöglichkeit von innen nach außen. Ne? Und dass er halt regenfest ist, beziehungsweise wasserdicht ist. Das war für mich auch ein großer Punkt oder ein wichtiger Punkt, dass dieser Rucksack wasserdicht ist. Und ja, die Wasserdichtigkeit habe ich bisher noch nicht getestet, beziehungsweise konnte ich noch nicht testen, weil ich noch nicht im Regen damit unterwegs war. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer E-Bike Tom. Bis dann. Ciao.